Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe jetzt einen sehr, sehr spannenden und aufregenden Notartermin, denn mein erster Wohnungskauf steht bevor und ich werde euch später einfach ein bisschen mehr dazu erzählen. Ich dachte mir, ich bin ja schon ein bisschen älter und habe mit vielen Themen zu tun, die mit den Erwachsenen viel zu tun haben wahrscheinlich, und deswegen dachte ich mir mal, ich nehme euch heute mit. Und es kann nicht schaden, vielleicht ist der eine oder andere da, der vielleicht auch sich überlegt, eine Wohnung zu kaufen. Und ja, jetzt nehme ich euch erstmal mit zum Termin. Also ich glaube, ich werde nicht dabei filmen, aber ich werde euch ein bisschen dazu erzählen, wie das dazu kam. Und ich treffe mich jetzt mit meinem Finanzberater und dann unterschreiben wir den Kaufvertrag. Ich komme jetzt endlich dazu, weiter zu vloggen. Ich habe ja heute Morgen angefangen, bevor ich zum Notar gefahren bin. Und normalerweise laufen Notartermine anders ab, sehr, sehr friedlich und sehr harmonisch. Diesmal war aber ein anderer Notar da, der etwas gegen mich hatte, obviously. Und ja, jedenfalls war das eine eher unangenehme Erfahrung, mein erster Notarbesuch. Aber darum geht es jetzt einfach gar nicht. Ich wollte, ich würde mal gerne wissen, ob ihr Lust hättet, beziehungsweise ich würde es einfach mal machen und schauen, wie es bei euch ankommt. Ich werde ja in ein paar Wochen 26 Jahre alt und starte natürlich schon seit einigen Monaten, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich ja vorsorgen kann, dass ich dann später, wenn ich etwas älter bin und nicht mehr arbeiten kann, ja, wovon ich dann lebe. Weil jeder weiß, die gesetzliche Rente ist jetzt nicht so der Hammer, und deswegen habe ich dann angefangen, mich zu informieren, worin man dann investieren kann, und dafür habe ich dann mir einen Finanzberater zur Seite gezogen. Und ja, so haben wir, jetzt haben wir schon ein Jahr lang oder so Kontakt miteinander gehabt und sehr, sehr intensiven Kontakt, auch viel geredet über mich, über mein Leben, über meine Zukunft und natürlich auch über meine Finanzen. Und ja, jetzt ist nach einem Jahr endlich etwas Richtiges zustande gekommen, und zwar meine Gesundheit mal, und zwar mein erster Immobilienkauf. Im Grunde kann man sagen, dass ein Immobilienkauf auf jeden Fall eine gute Investition ist, wenn man eine gute Lage hat, einen guten Kaufpreis hat und ja, und eine gute Finanzierung. Da kommen noch ganz, ganz viele andere Faktoren hinzu, aber grob gesagt ist es einer der besten Investitionen, die man machen kann, wenn man die Punkte beachtet. Ich denke, einige von euch haben bestimmt auch Eltern oder vielleicht auch selber die Erfahrung mit eigenen Immobilien gemacht, und deswegen ist es bestimmt für die meisten oder für einige von euch gar nicht so fremd, das Thema. Wenn ihr möchtet, dass ich da noch ein bisschen stärker drauf eingehe, wie ich dazu gekommen bin oder wie ich, was für einen Prozess ich durchlebt habe, bis es hierzu gekommen ist. Es sind jetzt wirklich schon ungelogen fast ein halbes Jahr vergangen, bis es heute diese Unterschrift gab. Und es ist noch nicht mal fertig, es ist noch nicht vollendet, der Akt. Nun habe ich mich dafür entschieden, eine Methode zu wählen, sodass sich die Immobilie von selbst finanziert. Ich zahle dann im Monat noch einen kleinen Betrag dazu. Und dann habe ich das in ein paar Jahren abbezahlt. Das Thema ist extrem, wirklich extrem umfangreich. Und ich kann euch gerne einen Podcast in der Infobox verlinken. Einer der Informationsquellen, womit ich mein eigenes Wissen geschult habe und mein eigenes Wissen über die Immobilienbranche und Immobilienkauf, ich weiß gerade gar nicht, wie ich den Satz angefangen habe, mir angeeignet habe, das Wissen. Natürlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Quellen, und ich habe auch ganz viel mit ganz vielen Leuten geredet natürlich. Und ja, es ist eine Methode, um sein Geld gut anzulegen. Es gibt noch viele, viele weitere, aber das ist für mich in meinen Augen persönlich die sicherste Methode, wenn man die Voraussetzungen erfüllt und die richtige Immobilie kauft. Natürlich habe ich keine Glaskugel. Ich kann nicht wissen, was in 50 Jahren mit dieser Immobilie passieren wird. Aber ich kann auf jeden Fall nach Erfahrungswerten her sagen, das ist schon ein sicheres Ding, ein gutes Anfänger-Immobilienstück, was ich mir da geholt habe. Und jetzt, ja, war es schon ein sehr, sehr aufregender Tag. Ja, ich war dann gerade beim Notar und habe mir den Kaufvertrag vorlesen lassen. Hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich erwartet habe, weil, ja,
es nicht der Notar war, mit dem wir gerechnet haben. Das war der garstigste Notar, den es gibt in ganz Berlin, habe ich das Gefühl. Selbst die andere Seite hat mich angeguckt währenddessen und dachte sich so, oh mein Gott, was ist mit dem Typen los? Gut, das war's nun für heute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr Fragen dazu habt. Ich bin natürlich jetzt kein geschulter, ich bin kein ausgebildeter Immobilienkauffrau. Ich bin jemand, der sich einfach von selbst Wissen angeeignet hat und über Jahre hin mit ganz, ganz vielen Menschen geredet hat. Und ja, es auch wirklich lange gedauert hat, bis es zu diesem heutigen Tag kam. Danach bin ich hierher, habe mal die Spitzen geschnitten und gleich habe ich hier noch ein Meeting bei mir zu Hause. Das freut mich immer eigentlich am meisten, wenn die Leute hierher kommen. Mai hat auch Macarons hier vorbereitet. Jetzt würde ich mal sagen, ich räume noch ein bisschen die Wohnung auf. Wir wollen ja bald die Wohnungstour drehen und da müssen noch einige Sachen einfach geordnet werden, organisiert werden. Ich habe das Gefühl, jede Woche sammeln sich wieder neue Sachen hier an. Und deswegen würde ich mal sagen, ich starte jetzt einfach mal. Ich fange jetzt einfach mal an und wollt euch... Ja, guck mal, hallo Babys. Ich finde es einfach so gut, was für einen Unterschied das macht, wenn man das Sofa absaugt. Und ich bin auch voll zufrieden mit meinem kabellosen Staubsauger. Aber ich bin morgen auf dem Dyson-Event eingeladen, weil mein Staubsauger mir persönlich extrem laut ist. Also zu laut für meinen Geschmack einfach. Und morgen schaue ich mir den Dyson-Staubsauger an. Und ich bin schon so aufgeregt. Ihr wisst ja, ich fahre voll auf so eine Sachen ab. Und Robbie fährt auch schon seine Runden. Und ja, heute mal ein bisschen später, weil ich heute Morgen keine Zeit hatte. Und ihr seid kleine süße Babys. Ihr seid schöne Babys mit wunderbaren Äuglein. So, ich war jetzt gerade an meinem Laptop und habe noch mein Video geschnitten und geändert. Und das muss ich jetzt noch für ein weiteres Video machen. Ich komme gerade vom Einkaufen und habe meine Sachen gerade eingepackt. Und Change of Plans, mein Meeting findet nicht bei mir statt, weil wir haben doch irgendwie so ein bisschen Hunger. Wir gehen einfach in meinen Lieblingsveganer und ja, da mache ich mich gleich auf den Weg dahin. Aber jetzt versuche ich noch ein paar Bilder von der Kamera für mein Thumbnail runterzuziehen. Und das werde ich jetzt mal machen und danach geht's los. So, ich bin jetzt hier wieder bei meinem Lieblingsveganer. Darf ich dich vloggen? Kannst du dich vloggen. Und da ist auch Caro. Und wir dachten mal, wir brechen unseren Rekord und treffen uns innerhalb von 3 Monaten schon das zweite oder dritte Mal. Das ist so krass und davor haben wir es wirklich fast ein Jahr lang nicht geschafft, uns zu treffen. Ja, und genau, und ich liebe es hier einfach und ich muss es jedem zeigen, der sich mit mir treffen will zum Essen. Ich muss jedem diesen Veganer zeigen, es ist so geil. Ich liebe es hier einfach so sehr. Ja, und jetzt lassen wir den Abend ausklingen, besprechen noch so einige Sachen. So, es wurde doch später als geplant, aber so ist es halt immer. Pläne sind da, um verworfen zu werden. Ja, ich habe das, glaube ich, jetzt gerade so falsch gesagt. Jedenfalls gehe ich erstmal nach Hause und schneide Videos. Sorry Leute, ich habe gestern voll vergessen, den Vlog zu beenden. Deswegen mache ich das jetzt. Ich fange jetzt auch einen neuen Vlog an. Ich habe wieder voll Lust zu vloggen irgendwie. Und deswegen würde ich mal sagen, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Thema interessiert hat. So ein paar andere Themen halt einfach mal, außer mein Alltag und außer Beauty. Genau. Und außer Haushaltssachen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Ich vlogge heute wieder. Deswegen freut euch schon mal darauf. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!